Herzlich willkommen in Berlin. Herzlich willkommen ein letztes Mal für uns heute am 2.2. des Jahres 23 aus Vogels Bier Express. Wir nehmen mittlerweile heute unsere vierte Sendung auf und die seht ihr als zweite. Das heißt, da ist noch ein bisschen was, was wir in der Schublade für euch vorbereitet haben. Aber heute sprechen wir zu dritt mit Pip Klöckner über das Thema Global Best Business Models heute im zweiten Teil. Der erste Teil ist schon mal ein bisschen eskaliert. Aber ihr habt ihn vielleicht gesehen. Wenn nicht, lohnt es sich. Die zwei Aktien, die wir immerhin in einer Stunde geschafft haben, dank unermüdlicher Plauderlaune der beiden Protagonisten zu meiner Linken und zu meiner Rechten dann hinzubekommen. Und jetzt fangen wir trotz allem, und auch wenn es nicht eine unbedingte Neuheit für euch darstellt, mit etwas ganz Wichtigem an, nämlich mit Christian und dem Disclaimer. Und das machen wir aber ganz schnell, denn alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir unterhalten uns heute über 8 Aktien, sagen unsere Meinung und was ihr daraus macht. Oder eben nicht. Das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir und unser Gast Pip Klöckner natürlich auch können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und wie immer mit dabei, spürbar, auch wenn nicht sichtbar, unser Depotpartner, der Scalable Broker, wo es natürlich immer noch für euch über GetEx mehr als 7000 Einzelaktien gibt, mehr als 2000 ETFs, mehr als 2000 aktive Fonds in der Flatrate ohne zusätzliche Ordergebühren. Besparen, investieren, handeln und obendrauf auf dieses klassische Prime-Broker-Modell gibt's jetzt Prime Plus, denn im Paket für 4,99 € im Monat gibt's dazu auch noch auf euer nicht investiertes Geld Zinsen, aktuell 2,3% PA. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert und ob sich das Ganze für euch lohnt, dann einfach auf den Link in den Shownotes klicken. Vor allen Dingen könnt ihr aber auch einfach sagen, in dem Moment, wo ihr über 1043 sind es präziser, knapp über 1000 Euro oder knapp über 2600 Euro im Depot habt, ist es je nach Kontomodell für euch sowieso besser. Bei 1000 Euro reicht es schon, wenn ihr im Moment ohnehin schon im Prime Broker engagiert seid und dieses Angebot nutzt mit den kostenfreien Orders für so viel Wertpapiere, wie ihr kaufen und bei euch im Depot halten könnt. Und wenn ihr im Moment noch den Free Broker nutzt, dann sind es eben die 4,99 €. Dann braucht ihr 2600 Euro. Und das ist ja, wir haben letztens noch gesagt, No-Brainer soll man nicht sagen. Aber man kann das auch mal sagen. Das ist eigentlich ein No-Brainer. Ja, ist einfach ganz, ganz rational. Ja, ja. Man zahlt eine etwas höhere Mitgliedsgebühr, ja, hat aber dafür entsprechend mehr Vorteile. Das ist wie in so einem Beachclub. Genau. Ja, du zahlst was drauf, dafür gibt's dann nicht nur den Access to the Beach, sondern auch noch die Drinks. Ja, ich hatte es umgestellt und habe mich dann schon so ein bisschen gefragt, nach dem Motto, das ist ja ein total einfaches Ding, weil die 2,99 zahlen wir ja sowieso. Also das Ding eine halbe Stunde draußen war, ihr habt den Knopf gedrückt, zack, umgestellt, so. Fertig. Wir sind aber neben dem Prime Broker Plus vor allen Dingen heute hier, weil wir uns Global Best Business Models angucken wollen. Also die besten Geschäftsmodelle der Welt, wo wir nicht besprechen. Eine Apple, eine ASML, eine Eli Lilly, eine Exxon, eine Ferrari, da habe ich mich sowieso drüber gewundert. Also es wäre nochmal ein anderes Thema. Eine MSCI, die ohnehin ganz schön teuer ist. Eine Nestlé besprechen wir nicht. Eine Taiwan Semiconductor besprechen wir nicht. Und sag doch einfach mal in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, bevor du hinterher wieder Pip und mich dumm machst, was wir denn jetzt besprechen. Ja, können wir gleich, muss ich gleich auch eine Ausnahme machen. Denn wir fangen ja alphabetisch jetzt an und jeder von uns war ja aufgefordert, sich auch noch ein eigenes Unternehmen auszusuchen. Und ich habe mir bei Guru Focus mal wieder ein paar Screener eingestellt und bin dann auf ein Unternehmen gekommen, was ohnehin schon auch bei der Essential-Sendung ein Unternehmen war, das eine Rolle gespielt hat, nämlich ein Supermarktunternehmen, nämlich Ahold. Ahold Delhaize. Spreche ich das richtig aus? Das ist belgisch. Und ist ja schon ein bisschen länger her, weil 2015 haben sie es schon übernommen. Und Delhaize ist richtig ausgesprochen? Vermute ich mal. Mal gucken. Ansonsten also haben wir sicherlich auch Zuschauer in Belgien. Ja, aber die können es ja nur unterschreiben. Die können uns ansonsten Sprachnachrichten schicken. Die schicken uns Sprachnachrichten über Instagram. So, auf jeden Fall sind wir hier bei einem Unternehmen, was eben international sehr, sehr interessant aufgestellt ist, was in den letzten Jahren auch ein sehr, sehr ordentliches, knapp zweistelliges Umsatzwachstum an den Tag gelegt hat. Und dann auch noch ein überproportionales Gewinnwachstum. Sie sind,
mit einem kräftigeren Teil im Übrigen, in den USA gesellschaftlich engagiert. Also betreiben da Supermärkte und ansonsten in Holland und in Belgien, sind aber auch in Resteuropa ansonsten noch aktiv. Machen in diesem Jahr erwartet 82 Milliarden Euro insgesamt Umsatz. Das ist zumindest vor dem Hintergrund dessen, was sie im letzten Jahr gemacht haben, ein ganz ordentlicher Zuwachs von immerhin 10%. Allerdings sagen sie da bei konstanten Wechselkursraten, wenn sie die aktuellen Wechselkursraten so einbeziehen würden, dann wäre eben dieser Zuwachs noch mehr. Aber da sie eben schon berichtet haben, fällt es hier bei den ungefähr 10% erwartet. Die Zahlen 60% Umsatzanteil in den USA. Genau. Die Zahlen, die sie bisher reportet haben, haben auch in Erwartung der kommenden Zahlen Analysten bisher dazu bewegt, jetzt Kursziele anzupassen auf 31, 32. Für mich wesentlich wichtiger bei der Geschichte war, wie sieht's eigentlich im Moment aus, was die Gewinne, aber auch was die Umsätze anbelangt. Bei den Umsätzen ist es eben so, dass man, und ihr findet das in den Unterlagen, eben seit 2008 einen richtig schönen, nach oben gerichteten Track Record hat. Das, was die Umsatzsteigerung anbelangt, wir sind jetzt angekommen, schon oberhalb dessen, was Analysten für dieses Jahr erwarten, nämlich bei 83 Milliarden. Und das Unternehmen macht bei einer Nettomarge von knapp 3% eben Nettogewinn von 2,3 Milliarden Euro. Interessant ist es eben deswegen, weil es wirklich nicht nur also in diesem Raster zwar leider nicht reingekommen ist, aber weil es eben diese hohe Konstanz hat. Diese hohe Konstanz beim Umsatzwachstum und auch beim Thema Marge in den letzten Jahren sehr, sehr stabil unterwegs ist. Und weil es in der historischen Betrachtung, und das könnt ihr euch in den verschiedenen Zeilen, wo es um die Ratios geht, also beispielsweise das Kurs-Gewinn-Verhältnis, aber eben auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis, die Sachen so anschauen, dass sie im historischen Vergleich recht günstig bewertet sind. Aktuelles KGV auf Basis der Ist-Zahlen, noch nicht mal dessen, was jetzt erwartet wird, ist bei knapp 11,5. Kurs-Umsatz-Verhältnis ist, wie nicht ganz selten bei solchen Unternehmungen, deutlich unter 1, spürbar unter 0,5, bei 0,3. Und für mich ist es deswegen eben einfach etwas, weil sowas wie Supermärkte braucht man auch weiterhin. Das Online-Geschäft wird ausgebaut, wächst deutlich überproportional. Wir könnten jetzt natürlich noch über die Digitalisierung im Einzelhandel oder bei den Einkäufen sprechen, aber Pip, das würde heute ein bisschen zu lange dauern. Das ist schon interessant, weil wir wollen ja schon wissen, wie Pip Christian als an dieser Stelle schon mal dafür, dass die Sendung 1.10 läuft. Ja, aber wie Pip als Tech-Experte das sieht, also ich meine, ist sowas, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber ich nutze es mal, wenn es so schnell geht, disruptierbar? Siehst du da ein Risiko hier? Das Supermarkt-Business? Ja, gerade so dieser Lebensmitteleinzelhandel. Auch in der Breite, also nicht nur in Berlin-Mitte. Das Hauptproblem ist tatsächlich, die letzte Meile zu überwinden. Also wie kommt man an die Haustür vom innerstädtischen Distributionslager, was im Moment der Supermarkt ist, wo man sich selber versorgt. Das halte ich prinzipiell nicht für effizient. Effizient ist es, weil es die Arbeit auslagert an den Kunden. Das heißt, es gibt noch kein komplettes Servicemodell. Diese Quick-Commerce-Services versuchen das, Picknicks, Rewe Direkt, Amazon Prime, Amazon Fresh. Da gibt es Innovationen in die Richtung. Ich glaube, langfristig wird sich ein gewisser Teil der Bevölkerung wird sich selbst versorgen, ein gewisser Teil wird beliefert werden, ein gewisser Teil wird extrem schnell beliefert werden, dafür eine Prämie zahlen. Ich glaube, diese Modelle wird es geben. Ich glaube auch, dass die Supermärkte, also ich verstehe es auch wirklich nicht, dass es den Supermärkten nicht gelingt, für individualisierbare Lagerhaltungen oder auch für generelle Lagerhaltungen, die Supermärkte dann eben vorhalten müssen. Keine Ahnung, 300 Artikel wäre ja für die kein Ding. Es ist einfach nicht schaffen, zu sagen, das bieten wir jetzt stationär überall an, dass du beispielsweise für 5 Euro Aufpreis oder was auch immer man dann nimmt, um das Ganze zumindest mal kostendeckend zu machen, aber auch dafür zu sorgen, dass die Leute dann eben, wenn sie schon nicht in den Laden kommen, dort einkaufen, dass man das abweckt. Und ich glaube, also für einen Fünfer mehr ist ja der Komfortfaktor auch ganz gut da, wenn man dann auch schafft, was ja in dem Quick-Commerce immer ein Thema war, die Warenkörbe auf ein anderes Level zu holen. Also nicht eben im Bereich von 8 bis 15 Euro unterwegs zu sein, sondern lieber 30 bis 50 Euro. Liegt natürlich da auch daran, dass Supermärkte so hocheffiziente Hochleistungszentren sind,
Das hat niemand Zeit im Moment, irgendeinen Extrawunsch für einen Kunden, einen Warenkorb zu packen für einen Kunden. Also die Fachkräfte sind so oder so schon eng. Es ist schwer, überhaupt die Supermärkte zu betreiben gerade. Da jetzt zu sagen, wir haben zusätzlich zwei Kräfte, die sich nur darum kümmern, Einkäufe nur bereitzustellen, damit jemand anders sie abholen kann. Allein das macht es schon schwer auf der gleichen Fläche. Es ist ja nicht so, dass im Supermarkt hinten also, nochmal 200 Quadratmeter Platz sind. Ich habe früher mal für einen Apothekenzulieferer gearbeitet, wo dann eben diese Wägen über ein Rollbandsystem durch das Ding. Also, ich verstehe nicht, warum es im Zweifelsfall sowas nicht für Lebensmittel gibt. In Berlin wäre das ja ein Thema. Ich glaube, im Supermarkt, es gibt nicht einen Quadratmeter im Lager, der nicht genutzt ist. Es gibt dazwischen Supermarkt und Lager gibt es nicht einen Quadratmeter, wo man das auch nur abstellen könnte. Ich glaube, Supermärkte, so wie sie heute gedacht sind, können das nicht leisten. Was man überlegen kann, ist, kann eine neue Generation von Supermärkten so aussehen, dass sie Curbside-Pickup haben wie in den USA, wo man vorbeifahren kann und ich hol's mir ins Fenster rein ins Auto oder wo ich es mir liefern lassen kann, wo der Volt-Fahrer oder Lieferando-Fahrer ranfahren kann. Aber ich glaube, dafür braucht man neue Infrastruktur. Bevor ich zu Recht von den beiden zu meiner Linken und zu meiner Rechten voll in die Zange genommen werden, weil wir auch bei dieser Aktie schon wieder ein bisschen über unserer Zeit sind, will ich noch kurz loswerden, bevor Christian auch noch seine Abschlussfrage los wird, dass es bei dem Unternehmen eben nicht nur eine sehr günstige Bewertung gibt, sondern auch eine extrem geringe Nettoverschuldung, also faktisch eine, die gar nicht so richtig da ist. Und obendrein auch noch, weil das Unternehmen offensichtlich selber nicht so mit seiner Kursentwicklung oder mit seiner Bewertung an der Börse zufrieden ist, ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm. Dafür werden jetzt in den nächsten Monaten 1 Milliarde Euro bereitgestellt. Und das mal so zur Abrundung. Aber ich fand eure Diskussion hier so interessant, so über dieses E-Commerce, so als wenn man das unbedingt bräuchte. Also ich bin ja froh, das ist ja so ein Großstadtthema, dass man sich so Lebensmittel liefern lässt. Also ich bin froh, wenn ich da mal rauskomme, dann nehme ich mir meine Ikea-Tüte, weil der Bollerwagen ist ja geklaut worden, und latsche zu meinem Rewe auf der Chausseestraße. Aber es erzählt sich mit Bollerwagen Ikea-Tüte geht auch, und dann hole ich mir da alles ran. Ich gehe wahnsinnig gerne einkaufen. Also insofern, ich finde das auch gut, wenn man sich ein bisschen bewegt. Also ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt brauche. Aber ich wollte nochmal das unterstreichen, was du gerade sagtest, nämlich mit der Nettoverschuldung, die nicht vorhanden ist, weil wir gucken ja auch immer mal links und rechts, was gibt es denn sonst noch für Unternehmen? Und in den USA ist es ja zum Beispiel die Supermarktkette Kroger, wo man hier auch mal vergleichen kann. Und da haben wir Schulden von 20 Milliarden Dollar. Also insofern, das ist schon wirklich substanzieller Vorteil, den wir hier bei Ahold haben. Auch die Dividende, 3,5% Dividendenrendite, die ist jetzt nicht super stetig. Die nehmen die auch mal runter. Wir sind immer noch bei der Dividende unter dem, was wir 2019 gesehen haben. Aber wir haben über einen Punkt doch gar nicht gesprochen, das ist die Marge. Ja, ist natürlich völlig klar, also Handel, letzte Meile, erzielt nicht die Rohmargen, von denen Pip nachts träumt, ja, und die ich auch gern sehe. Aber wir haben hier eine Grossmargin von 27%. Überspannt ist natürlich die Nettomarge. Und da wissen wir, im Handel hast du Riesenumsätze, aber es bleibt wenig da. Aber Nettomarge hier von 2,8%, das ist auch ordentlich, gerade unter den Bedingungen. Weil wenn wir da jetzt auch mal wieder den Vergleich nehmen zu Kroger, da kommen die nicht dran. Also insofern ist es interessant. Wir haben hier im Grunde in einer niederländischen Hülle quasi ein sehr starkes US-Geschäft mit natürlich den wunderbaren Albert Heijn Supermärkten in den Niederlanden mit dabei. Und das kann man wirklich Value nennen. Und die Bewertung auch hier mit dem 11er KGV, das ist ungefähr das, was wir bei Kroger mit Blick auf die Schätzung für dieses Jahr auch sehen. Ja, also von daher, es ist ein gutes Businessmodell. Es ist vor dem Bewertungshintergrund spannend. Und das soll zu Ahold gewesen sein. Und jetzt kommen wir zu der ersten regelkonformen Aktie, die Pip ausgewählt hat. Nachdem Christian sich ja schon brav mit Coca-Cola dran gehalten hat, wir in der letzten Sendung auch noch die Jonas hatten und ich jetzt auch erstmal mit einer Aktie angefangen habe, die nicht aus dieser Liste von Morgan Stanley stammt, kommt jetzt die zweite Aktie aus der Liste und aus dem Technologiebereich. Ja, und es ist eine der ganz wenigen Aktien, die überhaupt da drin sind, aus dem Technologiebereich. Anscheinend schätzen Morgan Stanley die Geschäftsmodelle des Technologiebereichs. Also so wenig ist da gar nicht. Also ich finde da schon einiges aus dem Technologiebereich. Naja, ich fand es schwer, was sagen faszinierendes finde. Aber ein Unternehmen, sagen, worüber wir noch zu wenig gesprochen haben in unserem Podcast, aber hier habe ich es bestimmt noch nicht gehört, ist Arista Networks. Die haben wir auch noch nicht gehört. Bloomberg-Kürzel A-Net. Am besten vergleichbar mit einem Cisco oder Juniper. Das heißt, die bauen einerseits die
wie sagt man, die Betriebssysteme für große Datencenter. Gegründet von einem Deutschen, Andy von Bechtolzheim, bekannt geworden als einer der ersten Google-Finanziers, Wagniskapitalgeber und vorher bei den Sun Microsystems, irgendwie die sich daran noch erinnern. Also Arista baut die Infrastruktur für Datenzentren, kann man quasi sagen. Also wenn man an Streaming denkt, wenn man an High-Performance-Computing denkt, wenn man auch die großen High-Frequency-Trader denkt, alles, was Rechenzeit, Storage, Datenhaltung verursacht, dafür muss man letztlich eine von wenigen Lösungen kaufen und ungefähr ein Drittel des Marktes, je nachdem, ob man nach Installation oder Umsatz geht, macht der Arista Network, ist der Marktteilnehmer, der die meisten Marktanteile gewinnt gegen Cisco, gegen Juniper, machen ungefähr 4 Milliarden Umsatz. Die Marktkapitalisierung ist 9-10-mal so viel, knapp 40 Milliarden. Die Rohmarge ist 63%. Das ist nicht so hoch wie Software, aber weil man eben auch Hardware mitvertreibt und weil es ein kompetitives Business ist am Ende noch, ist 63 dann eben doch ganz gut. Und so für Cloud-Betreibergeschäft wäre auch 63, 66 so der Standard. Was aber so beeindruckend ist, ist, dass übrig bleibt eine 35-prozentige operative Marge. Und viel davon auch als Profit-Margin übrig oder als wie sagst du, Nettomarge am Ende. Das wiederum wird sehr gut in Cashflow generiert, umgewandelt. Sie traden auf 10-mal Umsatz, klingt jetzt erstmal viel, aber das ist durch die hohe Marge eben nur 23-mal das Forward, also 2023er KGV. Von daher sicherlich nicht günstig, aber bei noch anständigen zweistelligen Wachstum und einer sehr, sehr hohen Marge finde ich eine hochattraktive Aktie. Ist gut gelaufen die letzten 2 Jahre, ist durch den Tech-Crash einer der Aktien, die sich am besten entwickelt hat. Also hat kaum Rückschläge erlitten. Im Gegenteil, ist fast weiter gewachsen, kann man sagen. Hat die Kennzahlen weiter verbessert. Die Margen haben sich verbessert in der Krise. Man hat nicht dieses Problem, was gerade alle Tech-Aktien haben, dass die operativen Kosten schneller steigen als die Umsätze. Das ist hier nicht der Fall. Extrem gut gelenktes Unternehmen. Andy von Bechtolzheim ist nur noch der CDO, Chief Development Officer. Das heißt, er kümmert sich um die technische Seite. Hat eine hervorragende weibliche CEO eingesetzt. Und die Hoffnung ist einerseits ganz klar, Streaming hat Zukunft, AI-Anwendungen haben Zukunft, all das braucht noch mehr Rechenzeit. Was noch mehr Rechenzeit braucht, braucht mehr Datenzentren. Dafür bauen sie die Software und Infrastruktur. Das heißt, der Markt ist gut und wächst weiter. Und gleichzeitig haben sie das beste Geschäftsmodell, von den Margen viel attraktiver als ein Cisco oder die Konkurrenten. Sie gewinnen Marktanteile. Scheint mir sozusagen als mit etwas Überblick der beste Wert in dem Sektor zu sein. Was machen Sie besser als ein Cisco? Also weil die Cisco, die haben wir ja auch schon mal öfter in der Sendung gehabt, das ist inzwischen so ein Infrastrukturwert geworden. Ne? Deutlich günstiger? Ja, deutlich günstiger. Also, aber auch wachstumsschwächer. Ja, kaum Wachstum, zahlen Dividende, man hat manchmal den Eindruck, sie wissen nicht so richtig, was sie mit dem Geld machen sollen. Was machen die besser? Wo ist das ein technologisches Thema? Haben die irgendwie eine Innovation, dass sie da ein paar Sachen richtiger verschweißt haben? Ist das eine andere Software oder was ist das? Ist definitiv ein technologisches Thema. Sie bauen unter anderem auch diese Ethernet-Switches, also die Relais quasi, die den Traffic hin und her schieben im Internet, im Datenzentrum. Sie bauen ihre Lösungen sehr nah an der Entwicklung dran. Das heißt, sie werden präferiert von den Anwendern, weil sie sozusagen end-to-end die Kette bauen, von der Hardware über das Operating-System, über Security an der Edge, also da, wo es den Kunden oder Programmierer trifft, dass diese Verbindung sicher ist, und haben da eine gute All-in-One-Lösung, die vom Markt offenbar präferiert wird. Und am Ende sind das technische Einkäufer größtenteils, die das machen. Die Gefahr, deswegen ist vielleicht nochmal ein spannender Hinweis, die eine Gefahr, die ich sehe, ist, dass gerade jetzt mit sozusagen dem Aufkommen von AI, dass die großen Anbieter, ein Google, ein Facebook, ein Apple, ein Alibaba und so weiter, eigene Lösungen für sowas bauen. Das heißt, die sagen, AI wird sehr konvergent sein, wir können die verschiedenen AI-Modelle werden gar nicht so viel besser sein, sondern wir brauchen entweder niedrige Kosten beim Betreiben der Datencenter oder andere technische Burggräben. Und ein Burggraben könnte eben ein hochspezialisiertes Betriebssystem für die Datenzentren sein, um dort mehr Effizienz rauszubekommen. Das ist eigentlich die einzige Gefahr, die ich sehe, dass man Marktanteile gewinnt, so wie wir es im Chipmarkt gerade sehen, dass jeder, ein Tesla, ein Google, ein Alibaba, baut seine eigenen Chips, dass man genauso seine eigenen Datencenter-Infrastruktur baut. Das ist vielleicht, was ich noch sehe, dass man noch mehr auf Anwender zugeschnittene Lösungen selber baut. Ansonsten glaube ich, dass Arista da die besten Lösungen hat. Ja, und vor dem Hintergrund dessen, was das Unternehmen auch von der Analystenseite
Christian mag es nicht so gerne, aber von der Analystenseite an Wachstumspotenzial bestätigt bekommt, bei einem 23er KGV für 22 in der Tat überraschend günstig, scheint eben da auch den einen oder anderen Zweifel möglicherweise zu geben, ob dieses Wachstum dann so aufrechtzuerhalten ist, weswegen dann einige auf den Knopf drücken. Aber ich habe jetzt nur zweistellig gesagt, das Wachstum war im letzten Quartal über 50%. Ja, ja, eben. Also das ist, muss man nicht von schlechten kennen, genau, in der jetzigen Zeit. Ne? Muss also man eben auch mal sagen, also es werden im Moment hier erwartet, nach dem, was ich hier rumzuliegen habe, 6 US-Dollar in 2024, 7,24, klar, ist noch eine Weile hin, in 2025. Und das liest sich hier eben schon ganz gut. Klar, sie machen jetzt in dem Jahr offensichtlich einen Sprung. Aber spannendes Unternehmen, technologisch, klar, bei dir. Ich mache jetzt mal mit etwas ganz Altem weiter, nämlich mit einer Bank. Die hat es auch auf die Liste geschafft. JP Morgan Chase hat es dahin geschafft. Und die haben jetzt in der Tat auch gerade Zahlen vorgelegt. Also zunächst mal auch hier wieder ein Unternehmen, was auf der Bewertungsschiene eben sehr günstig daherkommt, nämlich mit 11,5 beim Kursgewinnverhältnis und was bei den jüngsten Zahlen, die sie vorgelegt haben, eben auch schon auch beeindruckende Renditen in einzelnen Bereichen vorlegen. Also Consumer und Community Banking. 15 Milliarden an Umsatz und dann Net Income. Die reporten das dann auch wirklich für die einzelnen Bereiche von 4,5 Milliarden. Und das geht dann eben weiter. Corporate Investment 10,5 zu 3,3. Also auch da eine Yield von 32%. Und so geht's eben weiter. Beim Asset Management sind sie ein bisschen margenschwächer, aber das kann ja nach dem letzten Jahr eigentlich nicht so richtig überraschen. Und von daher ein sehr, sehr breit aufgestelltes Bankunternehmen mit einer gigantischen Marktkapitalisierung von 400 Milliarden US-Dollar, also richtig groß, aber eben auch richtig groß aufgestellt. Und vor dem Hintergrund, ich habe sie dann noch mit einer ICICI verglichen, also mit einem Institut aus Indien, die teurer sind, dafür aber auch wachstumsstärker. Ich habe mich dann eben für den Platzhirschen für diese Sendung entschieden, weil es eben auch ganz schön war festzustellen, dass es in einer solchen Liste, die über 30 Unternehmen beinhaltet. 38. Ein Unternehmen. 15 habe ich übrigens im Portfolio. Ich habe durchgezählt. Ein Unternehmen, ja, kann ich verstehen. Sind so schöne Werte so, ne? Es muss auch sagen, wie groß das Portfolio ist, wenn es auch 700 Unternehmen sind. 100 hat er. Nein, es sind nur ungefähr 100, ja, okay. Wobei der Fokus wirklich etwa 50 sind. Wenn du diese Liste, also ich habe sie ja auch in den Unterlagen, also das ist jetzt nichts, was geheim ist, sondern das haben wir euch in die Unterlagen gepackt, ebenso wie den Auswahlprozess. Eine JP Morgan Chase hat es da eben reingeschafft und für mich war es dann eben eine Aktie, die bei der Durchsicht, ja klar, in dieses Bewertungsraster auch reingefallen ist. Und wo ich auf Basis dessen, was ich dann gelesen habe, mich bei der Vorbereitung bestätigt gesehen habe und damit eben einen zusätzlichen Kandidaten habe. Ja. Chase Manhattan hat aber auch Consumer-Geschäft, oder? Ja, ja, natürlich. Haben wir da Angst? Ein bisschen Angst haben wir. Das war ja lustigerweise der Grund. Ich meine auch alle möglichen Finanzierungen. Also ich meine, haben auch bei Delivery Hero die Kreditlinie mitfinanziert, die sie sich letztes Jahr besorgt haben. Also die gehen schon ins Risiko. Aber das ist doch das, was wir von Banken auch erwarten. Wir wollen doch nicht, dass Banken einfach nur das, was die Sparer dort hinlegen, durchrouten. Wir wollen doch, dass Banken ins Risiko gehen und dass sie damit Geld verdienen. Hör ich richtig raus, du machst dir weniger Sorgen um den US-Konsumenten als um Delivery Hero. Nein, also ich fand das gut, super, wie Emmanuel Thomas dann das letztes Jahr da gemacht hat. Also die genau zur richtigen Zeit, als man gedacht hat, den Wandel an bei Delivery Hero, das kann kritisch werden. Zack, Ausrufezeichen, Gesetz, Finanzierung besorgt. Das ist, kann man über Delivery Hero denken, was man will. Ich fand das super. Nein, ich finde die Bank auch klasse. Ich meine, wollen wir nicht vergessen, es sind 400 Milliarden, du hast das gesagt, das ist die größte Bank der westlichen Welt, gemessen am Börsenwert. Und ich finde es natürlich auch von Tobias sehr beachtlich, dass er ausgerechnet diese Bank nimmt, denn es ist ja jetzt kein Schnäppchen. Also zumindest, wenn wir jetzt mal gucken, wie man die Assets der Bank an der Börse bewertet. Ja, da ist einfach auch das Thema Qualität hat ihren Preis. Also wenn du die Deutsche Bank siehst, also das ist ja ein interessanter Indikator bei Banken, finde ich immer, das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Ne? Also das, was in der Bilanz steht, wie wird das an der Börse
Börse bewertet. Und bei der Deutschen Bank ist 1 Euro, der in der Bilanz steht, mit 36 Cent bewertet vor der Börse. Bei JP Morgan mit 1,55. Ja, ist also schon. Das liegt möglicherweise daran, dass die Geld verdienen, was bei der Deutschen Bank jetzt so die Thema Deutsche Bank wäre. Verdient jetzt zum ersten Mal das beste Ergebnis seit 15 Jahren. Ja, aber was in den letzten 15 dazwischen Jahren ja auch war halt nicht so viele. So, und das ist halt auch, ich meine, da musst du auch nur auf den Chart gucken. Seit der Finanzkrise, die Entwicklung, die JP Morgan hier gemacht hat, das ist absolut beeindruckend. Trotzdem bleibe ich dabei, Banking ist ein Tanz auf dem Vulkan. Also so eine Bankbilanz zu lesen, also ich habe da extremen Respekt vor, traue mir das nicht zu, ich investiere nicht gerne in Banken, ja, das ist für mich kein Fokus. Ist das eines der 15 Unternehmen, die du hast, oder ist das ich habe tatsächlich Ende letzten Jahres vor dem Hintergrund der Zinswende zwei Bankaktien mal angefangen aufzustocken. Und zwar habe ich die beiden großen Banken der beiden Atlantikseiten genommen, nämlich JP Morgan und die BNP Paribas. Mhm. Und da muss ich also auch sagen, JP Morgan ist einfach da sicherlich top aufgestellt. Wobei für mich ist es immer so ein Blindflug. Ich sage, okay, ja, Banking. Und das den ist hast halt, du. Den hast du, und das darauf hat Diamond ja auch hingewiesen in den Statements zu den Zahlen, dass in der Tat das, was du eben schon angesprochen hast, Pip, dass nämlich die Risiken von Konsumentenseite natürlich gesehen werden. Das ist etwas im Moment, was auf dem Aktienkurs lastet. Gleichwohl war es eben so, dass dieser Überschuss über den Erwartungen lag, den JP Morgan fürs vierte Quartal dann gemeldet hat und damit eben auch fürs Gesamtjahr. Zinsüberschuss hat über 20 Milliarden zugelegt. Und lustigerweise, das, was sich schwach entwickelt hat, war eben nicht das Thema, noch nicht, kann ja noch kommen, war das Thema Kredite, sondern das Thema Investmentbanking. Die haben in dem Jahr einbrechende Erträge gehabt. Aber wenn man sich den Kapitalmarkt in den letzten 12 Monaten anguckt, ist es jetzt auch etwas, was vielleicht nicht so massiv überrascht. Von daher, auch wenn das Kurs-Buchwert-Verhältnis eben ein anderes ist als bei Deutschen Bank, Klammer auf, kein Wunder, Klammer ja, zu. Ja, ich glaube, es ist ein Qualitätssieg. Es zeigt einfach, dass der Markt in die JP Morgan eine andere Stufe von Vertrauen hat, als auch generell in europäische Banken. Es gibt ganz wenige europäische Banken, die überhaupt in der Größenordnung über eine 1 sind. Also auch eine City übrigens ist nur bei 0,55 Kurs Buchwert. Und weil das Investmentbanking wahrscheinlich weniger Buchwerte hat, aber sehr hohe Gewinne abwirft, würde ich vermuten, wahrscheinlich. Ja. Also was ich gesagt habe, betrifft alle Banken. Es spricht nicht gegen JP Morgan Chase, wobei die eben mit Chase quasi die Consumer-Seite stärker haben. Gewinn ist 27% zurückgegangen. Mhm. Aber wenn ich das richtig wahrgenommen habe, auch in den Artikeln über die amerikanischen Bankaktien, die ich gelesen habe, dann war es eben so, dass in der Tat die von dir eben angesprochene Goldman Sachs da noch mal ein bisschen stärker verloren hat. Und hier haben wir eben, weil wir Corporate Investment Banking, also da noch mal die Zahlen, 10,5 Milliarden Dollar Umsatz und oder Einnahmen, Einkünfte und Net Income von 3,3. Und da auch das wirklich mal als Hinweis, die Investor Relations Aufbereitung sind da sehr gelungen. Das war bei einer anderen Aktie, die ich gleich noch vorstellen werde, leider nicht so der Fall. Aber Thema Banking wird uns sicherlich in der einen oder anderen Stelle in den nächsten Wochen nochmal beschäftigen. Also so viel können wir verraten. Aber jetzt kommen wir zu einer Aktie, auf die ich mich extrem freue, die Pip sich nämlich auch aus der Liste ausgesucht hat, weil es eine der Technologieaktien schlechthin ist. Ich habe sie auch im Portfolio, weil sie nämlich auch noch Dividende zahlen. Und Pip, Microsoft, warum ausgerechnet die? Da führte meiner Meinung nach kein Weg dran vorbei. Also die begrenzte Auswahl, aber Microsoft ist auch so ein relevanter Bestandteil in meinem Depot. Ich glaube, bei dir auch, bei vielen anderen. Ich nutze das tatsächlich sogar als Sparplan, um das anzusparen über die Zeit, weil ich so viel bisher von der Aktie gehalten hat. Man sieht natürlich auch bei Microsoft jetzt, dass durch Währungseffekte und konjunkturelle Effekte das Umsatzwachstum auf 2% runtergegangen ist zuletzt. Liegt einerseits sehr stark an Währungseffekten, andererseits ist das hauptsächlich das Hardware- und Windows-OEM-Geschäft. Also Windows-OEM heißt vorinstallierte Windows-Version. Wenn man sich einen neuen Laptop von Acer, von IBM, von Lenovo kauft oder einen anderen Windows-PC, dann hat man vorinstallierte Windows-Kopien darauf. Das Business ist 39% schwächer als im Vorjahr. Also da sieht man, Corona hat viele dieser Investitionen der Privathaushalte. Da haben sie es auch noch nicht geschafft, auf ein Abo umzustellen.
Genau, Microsoft hat sagen, sehr viel Cloud- und Abo-Umsatz. Ne? Also 30% ist inzwischen Cloud-Umsatz. Viel von Windows 365, Office 365 ist Cloud. Aber dieses Windows-OEM-Geschäft macht mengenmäßig viel aus, ist aber margenmäßig attraktiv. Aber wenn der Umsatz um 39% fällt, dann schlägt das natürlich ins Ergebnis auch sehr stark durch. Und Revenue ist gesunken. Das andere ist, dass der Cloud-Umsatz oder beziehungsweise speziell sozusagen die Enterprise Cloud Azure von Microsoft, da wächst man nur noch mit 31%. Das ist natürlich hervorragender Wert. Das ist das Marktwachstum des Cloud-Marktes ungefähr höchstwahrscheinlich. Das war zuvor vor ein, zwei Jahren noch bei 46. Das kommt jetzt natürlich runter, aber auf einem sehr hohen Level. Azure ist die zweitgrößte Cloud nach AWS. Danach kommt die Google Cloud deutlich abgeschlagen und ein paar chinesische Cloud-Anbieter. Von daher, die Microsoft-Fantasie ist einerseits das sehr starke Cloud-Geschäft, ein Drittel des Umsatzes, wachstumsstärkstes Segment eigentlich. Dann gibt es LinkedIn, was ich für eine exzellente Akquisition halte, was immer noch an Momentum gewinnt durch Corona, irgendwie jetzt fast aus der Versenkung nochmal aufgetaucht ist, gefühlt nochmal viel mehr Traktion gewinnt. Vielleicht, weil Leute sich von Facebook entfernen, auch weil Leute sich von Twitter lossagen. Da scheint LinkedIn Netto-Profiteur zu sein. Was im Moment auch bei einigen LinkedIn-Beiträgen das Problem ist. Genau, man merkt so ein bisschen, dass sich beide Fraktionen da auch mischen oder sagen beide Klientels sich überlagern. Das Engagement bei LinkedIn ist dadurch 18% hochgegangen. Also Leute interagieren mit der Website oder App 18% mehr im Vergleich zum Vorjahr. Das führt aber nur zu 10% mehr Umsatz, weil der Werbemarkt natürlich, gerade auch im B2B-Segment, wovon LinkedIn lebt. Der kommt ja irgendwann auch wieder. Der kommt wieder. Ja, genau. Wir glauben ja daran, also das, natürlich gibt es eine Krise, aber generell ist der große Shift doch von traditionellen Werbeformen, ja, von Print hin zu solchen intelligenten Formen. Und seien wir ehrlich, LinkedIn hat keine Konkurrenz. Es gibt Nischenprodukte, in Deutschland gibt es ein Xing, aber das kann im Recruiting-Markt ein paar Marktanteile mitnehmen, sicherlich die New Work SE. Aber am Ende ist LinkedIn, das ist ein globaler Markt für Arbeitskräfte, das ist ein globaler Player und von der White Collar, von den White Collar Arbeitskräften werden langfristig 80-90% auf LinkedIn sein. Das heißt, man hat noch Potenzial beim Userwachstum, gerade international. Man hat noch Potenzial beim ARPU, beim Revenue pro Nutzer, bei der Vermarktung. Die ist ja rückläufig im Vergleich zum Vorjahr, wird wieder steigen, wenn der Werbemarkt anzieht. Von daher bin ich auch für LinkedIn, für das Gaming-Segment. Microsoft versucht sozusagen auch die jungen Leute abzuholen. Die Activision-Übernahme, die noch kommt. Wie schätzt du das ein? Activision. Also ich finde es falsch, den Merger aufzuhalten. Ich kann die Gründe schlecht nachvollziehen, warum der Merger aufgehoben werden muss. Aber der Markt sagt, ich glaube, 70 ist der Kurs, 98 war das Angebot. Ab richtig? 95 ist das Angebot. Die Aktie war auf 70 gefallen, war niemals höher als 80. Auch interessant. Von Anfang an der Markt ziemlich negativ. Selbst als es gerade rauskam, jetzt sind wir bei 76. Ja. Wie blickst du da drauf? Also es scheint ja wohl so zu sein, dass Sony sehr aktiv hinter den Kulissen, aber natürlich auch in der Öffentlichkeit Stimmung macht gegen den Deal, weil sie glauben, dass Microsoft anschließend cornert. Ja, Sony ist, wenn die Gefahr ist, dass ein großer Spieleentwickler sozusagen mit einer großen Plattform zusammengeht, aber gibt es eine dominante Plattform? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Siehst du eine Chance, siehst du das Risiko, dass Microsoft zu viel tut, um diesen Deal durchzukriegen, dass sie vielleicht auf irgendwelche Zusagen machen, Konzessionen setzen, sich in eine ungünstige strategische Position damit bringen? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, Microsoft hat viel politisches Kapital aufgestaut, weil sie in der Vergangenheit als einziger der großen GAFAM-Player eigentlich nicht mit Regulatorik zu kämpfen hatten, ne? Sondern sie haben sich... Weil sie es schon mal ganz früher hatten. Genau, sie haben sich die große Internet-Explorer-Backpfeife abgeholt, haben die gesamte Mobile-Schleife dadurch verpasst. Dadurch haben sie so ein bisschen politischen Goodwill aufgebaut, glaube ich. Und deswegen hätte ich anfangs gedacht, der Deal geht durch, war dann relativ überrascht. Aber der Markt sagt ganz klar, aus dem Kurs kannst du ablesen, dass man denkt, 50% Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt. Das geht ja daraus hervor. Ich hätte es nicht, als Konsument oder so als Beobachter hätte ich es nicht antikompetitiv angesehen, ehrlich gesagt. Deswegen bin ich überrascht. Aber das Klima hat auch in den USA sehr geschiftet und man versucht jetzt auch Opfer zu finden. Über eins müssen wir noch sprechen bei Microsoft. 10 Milliarden Dollar in ChatGPT. Ist das deiner Meinung nach ein wirklich sinnvolles strategisches Investment, dass man sagen kann, also Microsoft zeigt damit, wir wollen in diesen Markt rein? Oder ist das so ein bisschen FOMO, wie damals, als Altria sich in Juul und Cannabis-Aktien eingekauft hat? Also auf die Gefahren, dass das irgendwann mal furchtbar dumm wirkt, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. AI ist die nächste große Plattform.
Und jedes Unternehmen, und ich glaube, es gibt konkurrierende Angebote von anderen großen Plattformen. Google weiß, dass sie es wahrscheinlich übernehmen könnten, weil sie vielleicht schon sehr stark sind in dem Bereich. Ich glaube, Microsoft muss da rein. Und selbst wenn sie mit AI an sich keinen Cent Umsatz machen, allein die Infrastruktur mit Azure besser auszulasten und sozusagen weiteres Cloud-Wachstum durch die Zurverfügungstellung von AI-Infrastruktur rauszuholen, allein das ist 10 Milliarden wert, ich glaube. Und Microsoft hat davor schon mal 1 Milliarde investiert in AI. Das war zweifelsohne ein extrem guter Deal, weil der hat jetzt nach kürzester Zeit einen extrem hohen Return. Es gab einen ganz guten Tweet von Albert Wenger, das ist Union Square Ventures, ein deutscher Partner von einem New Yorker VC. Der hat gesagt, die drei spannenden Unternehmen oder Anwendungen für AI werden sein Firmen, die mit AI was Neues bauen, Native AI-Firmen, Firmen, die Infrastruktur für AI bauen und Firmen, die AI auf bestehende Geschäftsmodelle anwenden, aber in der umgekehrten Reihenfolge. Das heißt, die auf bestehende Modelle anwenden, das ist eigentlich der größte Value-Add volksswirtschaftlich. Und da muss man überlegen, Microsoft ist ja das Operating System, das Betriebssystem unserer Arbeit. Wir arbeiten viel wir bereiten uns hier in Excel vor, teilweise in Word und in Outlook eventuell. Das heißt, wir nutzen das schon. Und stellt euch vor, jede E-Mail ist schon beantwortet und ich muss nur noch kleine Sachen. Es geht ja los in der aktuellen. Ich habe ja noch die vorletzte. Ich habe nicht die ganz aktuelle, weil ich noch nicht hochgeladen habe. Aber es geht ja genau los, dass auf einmal in Mails schon als Antwort, wenn das Ding erkennt, da ist eine Fragestellung drin, dass mir sowohl bei Teams im Chat als auch in den Mails vorgegeben wird nach dem Motto alles klar oder danke. Also da passiert ja schon was. Und Outlook wird so, also Outlook hat deinen Kalender und dann schreibt jemand, hast du Zeit für einen Termin 16:30 morgen telefonieren? Die Antwort kann Outlook fertig schreiben. Da muss ich nur noch abschicken drücken. Also bestehende Arbeitsabläufe in Excel, dass ich mir nicht mehr irgendwelche Formeln selber ausdenken muss, sondern sage, mach mir mal die Summe von Spalte 3 und zieh Spalte 4 da ab. So, das wird halt alles vollautomatisch. Spalten hätten natürlich Buchstaben und nicht Zahlen. Aber das wird alles vollautomatisch gehen. Das heißt, auf die bestehenden Modelle von Microsoft AI anwenden, ist schon mal ein super Case, der Milliarden bringt an Wertschöpfung, glaube ich. Plus auch den zweitbesten Case, nämlich Infrastruktur dafür zu bauen, machen sie mit Azure schon. Und sagen, das Cloud-Geschäft ist mit rund 2/3 Rohmarge ein sehr attraktives. Da bleibt wahrscheinlich 1/3 EBIT-Marge, wenn sie groß genug werden, übrig. Und damit ist Microsoft eins der besseren AI-Plays für mich. Aber auch die Arista Networks, ne? Auch die Datenzentren, auch das ist letztlich ein AI-Play unter anderem. Oder halt die Chip-Hersteller, die werden davon auch profitieren. Aber das ist die Großhoffnung. In den Unterlagen findet ihr zu allen Unternehmen, die wir heute besprechen, auch Unternehmensdaten aus den letzten 15 Jahren. Für insgesamt 3 Unternehmen haben wir euch Daten für die letzten 20 Jahre reingehabt. Microsoft ist eines davon. Und es lohnt sich da einfach raufzugucken und mit fassungsloser Kinnlade festzustellen, welche Umsatz-, Gewinnmargenentwicklung das Ganze genommen hat. Aber geht vor allen Dingen auch mal in die Zahlen rein, wo es dann um Price Sales, um EV to EBITDA, EV to Revenue, also Unternehmenswert zum Umsatz, Unternehmenswert zum operativen Ergebnis und auch zu einer Dividendenrendite, wo ihr diese verschiedenen Werte sehen könnt und setzt dann, wenn euch die Geschichte und die generelle Story von diesem Global Best Business Model, in die es hier reingeschafft hat, mal genauer an. Die zweite Aktie, wo 20 Jahre drin sind, ist die Coca-Cola, die wir als erste hatten. Auch da ist es extrem spannend. Und die dritte Aktie, wo es auch der Fall ist, die besprechen wir heute als letzte. Die machen wir dann. Und noch ganz kurz, also du hast die Dividende angesprochen von Microsoft, ne, die substanziell ist. Aber die gleiche Summe geben sie nochmal für Share Buybacks aus, jedes Jahr eigentlich. Also das Cash wird hälftig eigentlich für Dividende und Share Buybacks. Das ist ja eine feine Sache. Das mag ich ja bei Unternehmen. Das ist so ein bisschen ja auch wie bei der Münchner Rück. Da gibt es dieses Grundrauschen der Dividende und da gibt es dann, wenn es gerade passt, halt noch Aktienrückkäufe dazu. Das ist für mich so ein bisschen so wie Steak und Soße. Ja, also ich esse selten die Soße pur. Und die Soße ist halt oben drauf auf Steak. Die kann das Ganze veredeln, muss nicht unbedingt. Das Steak kann man auch pur ganz gut essen. Deswegen finde ich mal fein, Dividende und dann opportunistisch oben was drauf. Und Microsoft ist der nächste Dividendenaristokrat aus dem Technologiebereich. Ja, müssen wir halt noch 8 Jahre warten, aber dann ist es soweit und die werden das auf jeden Fall voll machen. Dividendenrendite ist natürlich nicht konstant, nicht relevant, ja, von der Höhe her jetzt aktuell, aber sie haben Dividendenwachstum und für mich ist halt die Dividende einfach aus dem Trigger, an dieses Unternehmen ranzugehen, zu sagen, okay, die sind jetzt in der Lage, auch kontinuierlich was zurückzugeben.
und können trotzdem noch innovativ sein, können trotzdem noch investieren. Aber Dividende, Tobias, ist ein Unternehmen, was du jetzt ausgesucht hast, das auch ganz ordentliche Dividendenrenditen zahlt. Auch beim Investieren. Total spannend gerade. Genau, wobei ich mit dem Unternehmen immer so ein bisschen fremdel, weil ich nie weiß, was es eigentlich für ein Unternehmen ist. Ist es, macht es jetzt Kühlschränke oder macht es Halbleiter oder macht es Telefone oder irgendwie alles? Also es ist im Grunde ein südkoreanischer Bauchladen. Da ist es der Südkorea. Also wenn wir schon hier also wenn wir mit der ist es der Südkoreanische genau, also Bauchladen. 30% Gewicht im MSCI Korea Index und immerhin 4% Anteil am MSCI Emerging Markets. Ihr wisst, das MSCI stuft Südkorea aus Währungsgründen immer noch als Schwellenland ein. Also die Internetqualität ist da nicht so relevant, aber da ist tatsächlich in diesem MSCI Emerging Markets Samsung Electronics mit 4% der zweitstärkste Wert. Ja, und das ist ein, bekanntermaßen, wir haben es in den Jahresendsendungen des Öfteren, ist eben eine meiner Lieblingsaktien, auch gerade wegen dieser Bandbreite. Gut, also zugegebenermaßen, ich habe leider keinen Samsung-Kühlschrank. Ich finde ja diese Dinger affenstark, aber wir haben eine andere Küche. Seit du über Samsung-Aktie sprichst, erzählst du immer einen vom Fernseher war das, oder? Ja. Ja, Fernseher, aber dass du einen Kühlschrank willst. Ich meine, wenn er nicht so teuer wäre, würde ich dir mal irgendwann einen schenken. Ja, das Problem ist nicht, ihn sich zu kaufen, mein Herzchen, sondern das Problem ist, ihn sich irgendwo auch hinstellen zu können. Und in der Küche hat er keinen vernünftigen Platz. Und ich will ja so ein großes Teil haben, wo auch Eiswürfel rauskommen. Dieses Eiswürfel-Ding finde ich. So einen habe ich. Steht total. Der ist ein Instagram-Star. So, den also haben wir wissen, auch. Wir wissen, dass wir die nächste Sendung also aus Pips Wohnung machen, wo ich während der Sendung dann auch zum Eiswürfel spendenden Kühlschrank gehen kann. Aber vor allen Dingen macht Samsung eben auch noch ein paar andere Sachen. Neben Kühlschränken, unter anderem in der Tat Displays, dann sind sie so latent im Speicherbusiness aktiv. Das ist im Moment auch das Problem, weil da brechen gerade, und das sieht man noch nicht so richtig, das seht ihr auch noch nicht in den Zahlen so richtig, weil da sieht die Aktie eigentlich schweinegünstig aus. Aber das liegt auch daran, dass Guru Focus wie üblich ein bisschen beim Reporting und bei der Einarbeitung von Zahlen hinterherhängt und eben die jüngsten Quartalszahlen, wo es einen 69%igen Gewinnrückgang gab, eben noch nicht eingearbeitet hat. Was aber wichtig ist, ist zu wissen, dass Samsung neben dem ganzen Gedöns, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, vor allen Dingen auch im Telekom- oder im Telefonmarkt sehr, sehr groß ist. Also die Nummer eins in der Welt bei verkauften Telefonen im Jahr 2022 war, wenn Gartner richtig gerechnet hat, Samsung. Knapp dahinter dann Apple, die im letzten Quartal übrigens vorne waren, weil dieses Thema Kostensteigerung, das führt insbesondere bei Leuten niedrigen und mittleren Einkommen dazu, dass die sich vielleicht noch bei der Neuanschaffung eines neuen Telefons einen Tick zurückhalten, während die Apple-Kunden dann eben ein bisschen konsumfreudiger sind. Und deswegen liegt Apple im letzten Quartal des Jahres 2022 nach diesen Auswertungen vorne. Aber Samsung und Apple sind da in einem sehr, sehr engen Kampf. Und wann immer ich mit Leuten spreche, die ein Samsung-Telefon habe, werde ich quasi regelmäßig nass gemacht damit, was die für eine tolle Kamera haben. Denn die schlägt die Apple-Kamera seit Jahren in den aktuellen Modellen immer sehr, sehr deutlich wahrnehmbar. Ich weiß nicht, wie dir das geht, ob du da Leute kennst, die dir das regelmäßig zeigen und die ich kenne keine Leute, die ein Samsung haben. Also ja. ich kenne nur Apple-Jünger. Wir sind nicht oft, Leute, die ein Samsung-Handy haben. Wir sind nicht oft genug im Stadion, befürchte ich. Hallo. Worauf ich hinweisen möchte, ist, dass Samsung zwar einen Großteil der Stückzahlen produziert, aber zwei Drittel der Profite im Smartphone-Markt geht, glaube ich, zu Apple. Das ist der spannende Unterschied, dass man mit deutlich weniger Output tatsächlich mehr Gewinn einfahren kann. Ja, die Gewinnmaschine aus Cupertino, die besprechen wir heute zwar nicht, aber das ist ja und der Name für den koreanischen Bauchladen ist übrigens ein Chaebol. Das sind diese Konglomerate, die so wie Daewoo und Hyundai oder eben Samsung, nennt man Chaebol. Das sind so spannende Familienunternehmen letztlich, wo man die Governance sichert über diese Konstrukte und deswegen stark, also wo man sagt, unser Familienvermögen diversifizieren wir über so eine Holding und so entstehen diese riesen koreanischen Konzerne. Ja. Ansonsten, Nachfrage ist ein bisschen stärker zurückgegangen, als man es erwartet hat. Und dann hat Samsung in den letzten Tagen dann eben auch noch den Finanzmarkt damit so ein bisschen schockiert, dass man gesagt hat, dass man Investitionen, wir hatten das gerade schon bei der Vorgängeraktie, dass Investitionen einfach aufrechterhalten werden. Dass man jetzt nicht sagt nach dem Motto, wir machen dieses prozyklisch und fahren ein bisschen zurück. Nee, wir gehen weiterhin rein, wir gehen weiterhin Wachstum aus und gehen damit weiter davon aus, dass es eben auch wieder steigende Nachfragen nach Chips, also nach den Computerchips, gibt, nach Displays, nach Telefon und
von mir aus auch eben nach Kühlschränken. Ganz kurze Frage an Herrn Röhl dazu. Scott Galloway sagt ja mal, er möchte nicht, dass Firmen für ihn diversifizieren. Und Samsung ist ein stark diversifiziertes, ja, oder alle diese koreanischen Mischkonzerne, sehr stark diversifiziert. Wie handhabst du das? Lieber selber diversifizieren, nee, also, ja, oder kaufst du Holdings? Diversifizieren, wenn ein Unternehmen diversifiziert, finde ich das gut. Wenn ein Unternehmen einen Bauchladen aufbaut, finde ich es nicht gut. Diversifikation heißt ja, dass man das irgendwie mit antizyklischen mit Modelle. Ja, oder auch mit erkennbarem System macht. Also so wie bei LVMH. Das ist ja nun auch diversifiziert, weil sie kommen ja jetzt, irgendwann haben sie mal angefangen mit Lederwaren. Dann haben sie die, also LV und Moët Hennessy fusioniert. Dann haben sie Spirituosen dabei gehabt. Und dann haben sie halt in wertvolle andere Bereiche investiert, wie auch jetzt zum Beispiel Bermond Hotels. Und das passt alles dahin, weil sie haben einfach so in ihrer DNA diese Zuwendung zu dieser Art von Kunden und Geschäftsmodellen, wie man das vermarktet und wie man auch, Tiffany ist auch so ein Beispiel, wie man solche Marken dann richtig profitabel macht und skaliert. Aber also so mit dem Bauchladen an sich habe ich ein Problem, außer es ist ganz klar eine Beteiligungsgesellschaft, so wie Warren Buffett, der einfach sagt, okay, im Grunde bin ich eine Art closed Fund. Aber ich mag diese Konglomerate nicht, sondern ich finde es eigentlich gut, wenn so ein Bauchladen sich dann regelmäßig auch wieder häutet. Also mein Musterbeispiel dafür ist ja eine Danaher, die ja immer wieder Einheiten dann neu formen, auch aus durchaus kleinen Unternehmen, wo dann was angedockt wird, Satelliten um so einen Kern drum und das dann an die Börse rausbringen. Also wie sie es mit Fortive beispielsweise gemacht haben in der Automatisierungstechnik, wie sie es mit der Dentaltechnik gemacht haben. Jetzt hauen sie als nächstes die Umwelttechnik raus. Sowas finde ich gut, sich damit auch immer neu zu erfinden. Ansonsten hat halt so ein Bauchladen für mich das Problem, dass es irgendwann vielleicht träge und fett wird. Das ist sowas, was mir momentan zum Beispiel bei 3M nicht so gefällt. Die sind in ganz, ganz vielen Bereichen drin, haben unglaublich viele Anwendungen, unheimlich viel Know-how, Patente und alles. Aber irgendwie, es fehlt so irgendwie die Essenz, ja. Und dann kann man sagen, ja, die können aber in ganz vielen Industrien ausgleichen, aber irgendwie, der Fokus ist nicht da und deswegen haben sie ein Renditeproblem und es brennt dann in diesem Riesenreich immer und überall irgendwo. Und bei dem Thema ist mir wichtig, eben auch nochmal genau das zu sagen, was ich vorhin bei einer JP Morgan rausgestellt habe, nämlich exzellente Reporting-Arbeit im Bereich Investor Relations bei einer JP Morgan. Und wenn du dir dann die Unterlage von Samsung gezwungen bist, kurz anzugucken, das macht keinen Spaß. Also da wird sofort mit voller Kanne Abkürzung gearbeitet, die werden nicht erklärt, das sind extrem unübersichtliche Tabellen. Und da gibt man sich erkennbar wenig Mühe, jetzt auch einen Investor in irgendeiner Form, anzusprechen. Familienthema vielleicht auch. Eine Folge davon, dass also, man in diesem Verbundenen... Zur Verteidigung muss man sagen, so diese globale Marke, die man aufbaut, ne? Also machen Sie Werbung für eine Waschmaschine, zahlt das auch auf das Handy ein und so weiter. Von daher gibt es schon auch Verbundeffekte. Ja, aber wenn das Handy plötzlich im Flugzeug Feuer fängt, ja, dann schlägt es auch auf die Waschmaschine dann durch. Dann deswegen keine Waschmaschine. Okay. Ja, naja, also für mich ist es eben weiterhin so ein Investment, was bei mir einfach bleibt. Ich habe sie zu 750 und zu 759 einstehen aus 17 und 19. Ich fühle mich sehr wohl damit, finde sie attraktiv bewertet, auch wenn das KGV wenn bestimmte Bewertungsparameter in den nächsten Wochen steigen werden, weil die Zahlen eben jetzt eingearbeitet werden und damit sieht es dann kurzfristig nicht so gut aus. Aber genau das wird sich auch wieder berappeln aus meiner Sicht. Auch Nachfrage wird sich wieder steigern und da gehe ich davon aus, dass Samsung A gut positioniert ist und B in einem Markt damit ja auch in irgendeiner Form prädestiniert ist, mit dabei zu sein, der jetzt eben gerade stärker auch für andere Unternehmen aus dem Technologiesektor interessant zu werden, scheint nämlich der Automobilbereich. Aber das ist so eine in der Ferne liegende Einstellung, dass wir sie heute nicht besprechen werden, sondern lieber mit dem nächsten Unternehmen weitermachen. Ja, ich musste ja auch außerhalb der Liste tatsächlich noch irgendetwas finden, wo ich jetzt sage, das ist ein richtig gutes Geschäftsmodell. Ja, und also, ich meine, ich hätte jetzt mit LVMH ankommen können, aber ist das Geschäftsmodell an sich von denen so großartig oder sind es nicht eher die Marken und wie man es zusammen wird? Also deswegen habe ich gedacht, ach nee, wir wollen nicht immer den alten Wein in neuen
an Schläuchen verpacken. Da habe ich nochmal geguckt. Eigentlich, was ein Geschäftsmodell ist, was ich sehr gerne mag und was lange Zeit an der Börse ja so ein Schattendasein geführt hat, ist Versicherung, insbesondere Rückversicherung. Ja, ich glaube ja nach wie vor, dass diese Kernkompetenz, Risiken einschätzen zu können, zu bepreisen, zu managen, zu versichern, in unserer Welt zunehmend wichtiger ist. Das ist ja auch ein Thema, wo es zunehmend um Daten geht und künstliche Intelligenz kommt ja auch immer in der Rückversicherung als Zukunftsvision zum Einsatz. Aber wir wollen ja nicht so tun, als wenn die jetzt da im Abakus sitzen, sondern es ist ja alles schon hochmodern und datengetrieben. Jetzt hätte ich natürlich wieder die Münchner Rück, mein Standardinvestment in dem Bereich mitbringen können, aber das hatten wir ja erst zum Jahreswechsel. Und insofern dachte ich, nutze die Gelegenheit, nochmal auf die andere deutsche Rückversicherungsgesellschaft hinzuweisen, nämlich die Hannover Rück, die weltweite Nummer 3, die selber börsennotiert ist. Aber auch die Muttergesellschaft der Hannover Rück ist börsennotiert. Die nennt sich Talanx, ging mal irgendwann als Beteiligungsgesellschaft an die Börse, ist aber inzwischen auch bilanziell her aufgestellt als Versicherung, hat also eine Versicherungsbilanz, was gerade jetzt mit Blick auf aktuelle Umstellungen beim IFRS Rechnungslegungsstandard sehr relevant wird, hält einerseits 50% an der Hannover Rück und hat andererseits noch ein Erstversicherungsgeschäft, zum Beispiel unter der bekannten Marke HDI, wo inzwischen auch die Gerling-Versicherungen, die Älteren von uns ja noch kennen, mit drin aufgegangen sind. Das Unternehmen hat einen Börsenwert von 11,5 Milliarden Euro und das ist ziemlich genau der Wert, den auch die 50-prozentige Beteiligung an Hannover Rück hat. Das heißt, das gesamte profitable Erstversicherungsgeschäft inklusive Industrieversicherung, Spezialversicherung und Asset Management, das gibt sozusagen obendrauf, also quasi auch wieder so eine Schachtelgeschichte. Ich würde jetzt nicht darauf spekulieren, dass dieser Discount sich auflöst, weil Talanx kann jetzt nicht einfach hingehen und die 50% von Hannover Rück am Markt einfach verkaufen und sagen, so, jetzt haben wir das Geld in der Kasse, sondern man muss bei solchen strategischen Beteiligungen immer diesen Discount auch ansetzen. Aber es ist ja nicht so, als wenn das ganze Ding kein Geld verdienen würde. Das ist das Entscheidende. Hannover Rück hat jetzt gerade die Prognose rausgegeben für dieses Jahr. 1,7 Milliarden Euro Gewinn netto sollen da stehen. Das heißt, das sind schon mal 850 Millionen, die entfallen auf die Talanx. Das ist schon mal mehr als die Hälfte dessen, was man sich selber vorgenommen hat für dieses Jahr und auch im Rahmen des Wachstumsplans bis 2025, den man gerade auf dem Kapitalmarkt Day verkündet hat, passt das hervorragend rein. Insgesamt haben wir hier einen Versicherer, der das erfüllt, was Tobias sehr gerne mag, nämlich günstig, ja, Kurs-Gewinn-Verhältnis, egal ob man jetzt 2 Jahre nach hinten guckt, 2 Jahre nach vorne, immer unter 10, ohne dass jetzt großartig spekulative Annahmen dahinter sind. Versicherungsgeschäft profitiert tendenziell gerade im Neugeschäft von steigenden Zinsen, weil es gibt jetzt mal wieder was, was man aufs Deckungskapital dann auch garantiert dort anlegen kann. Und das Management scheint auch jetzt entschlossen zu sein, mal ein bisschen mehr für die Aktie zu tun. Die notiert nämlich immer noch ungefähr auf dem Hoch vor der Corona-Krise. Da ging es wie bei allen Versicherern dann kräftig runter, obwohl die Zahlen sich auch danach gut entwickelt haben, deutlich besser als befürchtet. Aber man will jetzt was machen. Man hebt die Dividende an, 25% mehr werden es sein. Also es gibt 2 Euro für eine Aktie, die momentan 48 Euro kostet. Das ist schon mal ein ganz guter Start für den Anfang. Und dazu will man auch stärker sich am Kapitalmarkt positionieren. Und man kann da auch ein bisschen durchschimmern hören, dass man vielleicht etwas tut, um den Streubesitz zu vergrößern. Denn das ist momentan der Knackpunkt, die sehr stabile Aktionärsstruktur. 78% liegen nämlich beim HDI, beim Haftpflichtverband der deutschen Industrie, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Das heißt, Streubesitz ist sehr gering und wenn man an der Börse ein bisschen erfolgreicher werden will, dann muss man da wohl mal was umplatzieren. Und insgesamt ist das eine günstigere Chance, mal in einen Bereich zu investieren, den ich sehr mag, nämlich Rückversicherung mit dem Link rüber zur Erstversicherung, wobei ich auch dazu sage, ich bin in der Aktie nicht drin, weil gerade nach den jüngsten Kurssteigerungen bei der Münchner Rück
glaube ich, dass ich im Rückversicherungsbereich ausreichend investiert. Und während du nicht drin bist, bin ich gerade reingegangen, während Christian das erzählt hat. Ich wollte das eigentlich über mein Telefon machen, aber mein Telefon liegt gerade beim Kollegen Karl. Und deswegen habe ich es jetzt schnell über das iPad gemacht. Aber in der Tat, also diese Gesamtgeschichte ist ja etwas, was schon überzeugt. Und wir haben jetzt im Echtgeld-TV-Depot eben neben der Münchner Rück, die wir im Zuge der DAX-Sendung gekauft haben, eben noch eine zweite Aktie mit einem Thema eben auch drin, nämlich günstig bewährtes Beteiligungsvermögen oder inkludiertes Unternehmensvermögen, was eben ganz schön ist. Deswegen sind in euren Unterlagen eben auch nicht nur die Zahlen, die Guru Focus zusammengestellt hat, für eine Talangs drin, sondern eben auch die für eine Hannover Rück. Ich finde es überzeugend. Ich brauche da nichts dazu ergänzen, sondern einfach nur zum Ausdruck bringen. Ich finde es überzeugend, habe ich gekauft und weil es eben auch ganz gut bei uns in dieses Depot im Moment reinpasst. Pip, wie siehst du so dieses Thema Versicherungswirtschaft? Also man kann ja bei Twitter öfter mal lesen, wenn du dich so über Fintechs äußerst, ja, die ja häufig eher so am Frontend angreifen und auch bei der Kosteneffizienz. Andere Fintechs, gerade in den USA, haben versucht, irgendwie zum Beispiel den Immobilienmarkt mit künstlicher Intelligenz zu revolutionieren. Jetzt sehen wir, die haben eigentlich nur mit Wasser gekocht und eine Asset-Bubble geritten. Wie guckst du so auf dieses Versicherungsthema? Also mit der Zeit im Auge würde ich nicht zu sehr in die Einzelmodelle gehen, aber was mich am Versicherungsmarkt so rein intellektuell eigentlich interessiert, ist, du hast AI erwähnt, das würde heißen, die Welt wird berechenbarer. Damit müssten Risiken ja sinken. Sinken Risiken, muss ich weniger versichern. Das, also ist jetzt mal der Regelkreis, über den ich nachdenke, ist, wenn die Welt berechenbarer wird, müssen wir nicht weniger versichern. Mal ein extremes Beispiel, wenn wir alle selbstfahrende Autos fahren, brauchen wir eigentlich eine deutlich günstige Kfz-Versicherung, weil der Maximalschaden kaum eintreten kann. Ist das was den prinzipiell wächst der Versicherungsmarkt so mit dem Gross Domestic, mit dem Bruttosozialprodukt sehr stark mit, ne? Das stimmt schon, aber werden wir nicht weniger Risiken versichern. Andererseits im Wachstumsteil der Welt, in aufholenden Ländern, da und sind Menschen in so natürlich Klimawandel betroffenen Teil der Welt. Elementargewalten, da hast du neuen Versicherungsbedarf, haben wir sehr erfolgreich geschaffen. Auch Bedarf an anderen Versicherungen, das ist vielleicht auch jetzt zum Beispiel sowas wie IT-Versicherungen, das war vor 20 Jahren nicht so das Thema, zumindest nicht in der Breite. Und ich weiß nicht, also wir müssen ja auch immer gucken, welches Stadium können wir wirklich realistisch überblicken und was ist jetzt auch gerade relevant für Cashflows. Also ich glaube, kurzfristig ist nicht relevant. Ja. Kurzfristig sehe ich AI auch eher so, wir hatten hier auch das Interview mit der Deutschen Familienversicherung, dass es natürlich helfen kann, diesen riesigen Datenschatz, den ja vor allen Dingen solche alteingesessenen Versicherer haben. Das sind ja Jahrzehnte an Daten, nicht nur über Naturphänomene, sondern auch darüber, wie sich Gewohnheiten von Menschen verändern. Ganzen Schadensmeldungen, diesen Datenschatz noch viel besser zu heben und zu erkennen. Alternatives Szenario wäre eigentlich, dass jeder Mensch sich individuell, also mithilfe von Daten, sehr stark individuell versichern könnte. Würde auch weniger Marge, aber vor allen Dingen für die Frontend-Versicherer quasi bedeuten. Dann könnte man quasi direkt sich an den Rückversicherer oder ein sehr schlankes Frontend. Nun, da würden wir von, das ist ja das Schöne, wenn du Rückversicherer und Erstversicherer gleich da drin hast, dann hast du die Kompetenz, genau, um das hinten abzusichern, aber du hast gleichzeitig Frontend-Kompetenz und dass Versicherung auch durch Technologie individueller wird, das sehen wir ja jetzt schon. Also ich erinnere mich hier, als wir hier von der Deutschen Familienversicherung diese opportunistische Tagesversicherung vorgestellt bekommen haben, wo du einfach sagst, also ich gehe jetzt gerade in die Berge und ich brauche jetzt für einen Tag eine Unfallversicherung und die kannst du direkt am Handy abschließen. Das finde ich zum Beispiel so eine großartige Innovation, die tendenziell dazu führt, dass man mehr Versicherungen verkauft, weil Leute würden keinen 12-Monats-Vertrag abschließen, aber sie würden da was machen. Gut, dann sind wir fast durch. Jetzt kommt die letzte Aktie aus der Neuner-Zusammenstellung, bei der jeder von uns gefordert war, 3 Aktien zu wählen. Aber wir sind im Alphabet relativ weit fortgeschritten. Wir sind in der Sendezeit relativ weit fortgeschritten.
Und wir sind im Alphabet bei W angekommen. Und ein zweites Mal im Übrigen, wir haben ja bei Ahold quasi in Holland angefangen und jetzt sind wir schon wieder da. Ja, und wir sind schon wieder in Holland. Ja, One for the Road aus der Liste, tatsächlich ein niederländisches Unternehmen, Wolters Kluwer. Das war mal ein Fachverlag. Und wir sprechen ja bei Verlagen immer viel über die Digitalisierung. Hier in Deutschland haben wir die Digitalisierung bei Springer. Das Fass haben wir eben mal in der Pause aufgemacht. Das machen wir jetzt nicht nochmal, sonst sind die nächsten 10 Minuten durch. Aber es gibt auch im Ausland Fachverlage, die sich erfolgreich digitalisiert haben. Wolters Kluwer zählt dazu. Die waren immer spezialisiert auf Informationen, auf Medien für bestimmte Berufsgruppen, zum Beispiel Fachbücher oder auch solche lose Blattsammlungen, wo man dann fachspezifisches Know-how immer wieder einsortieren muss. Und die haben es tatsächlich geschafft, das auch zu digitalisieren, auf neue Plattformen zu transformieren. Inzwischen haben sie das, was wir in der ersten Sendung nämlich schon hatten, nämlich diese Abos, die es früher auf Papier gab, in Form von wiederkehrenden Umsätzen, Recurring Revenues, digital. 81% der Umsätze von Wolters Kluwer sind digital. Es geht im Wesentlichen um 4 Bereiche, die so mehr oder weniger ein Viertel zum Umsatz beitragen. Erstens Gesundheit, zweitens Steuern und Buchhaltung, drittens Governance und Risk und das 4. Recht. Also alles Themen, wo man sagt, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt sexy, aber im Unternehmen braucht man sie. Und da hat Wolters Kluwer eben nicht nur Fachinformationen, Fachmedien im Angebot, sondern auch entsprechende Plattformen, die man zum Beispiel braucht, um Daten zu aggregieren, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen oder auch um Literatur zu systematisieren, insbesondere in der Medizin, ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist inzwischen ein stark softwaregetriebenes Geschäft, also 44% vom Umsatz sind Software, 33% sind Plattformen und der Rest sind halt Services, die immer drumherum umgehen. Und ja, es gibt auch noch ein bisschen Papier. Und weil eben mit diesen speziellen Fachinformationen auch dieser Login-Effekt natürlich verbunden ist, weil Unternehmen selbst in schlechten Zeiten nicht einfach sagen können, naja, also Compliance machen wir, wenn die Wirtschaft wieder läuft, sondern sie müssen es machen, haben sie halt eine sehr schöne, beständige Wachstumskurve, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn und beim Free Cashflow. Und das hat sich natürlich auch auf den Kurs entsprechend niedergeschlagen. Also die Aktie hat sich allein in den letzten 10 Jahren verfünffacht. Das ist für so einen niederländischen Fachverlag, den man eigentlich eher als Informationsdienstleister, Wissensdienstleister bezeichnen sollte, schon ganz ordentlich. Ich finde, es ist generell ganz ordentlich, wenn man sich verfünffacht in auch 10 Jahren. Ich denke auch, das ist jetzt kein Hightech-Unternehmen, aber Technologie wird ja halt genutzt, um diese Inhalte entsprechend zeitgemäß zu transportieren. Ich mag das Unternehmen auch, weil da wieder diese Anpassungsfähigkeit drin steckt. Ja, also es ist Resilienz, aber resilient sind die auch nur dadurch, dass sie sich immer neu erfunden haben. Wenn sie immer gesagt haben, hey, ich komme, ja, seit 60 Jahren machen wir hier die Papiersammlung, das machen wir auch weiter, das können wir. Man weiß es nicht, wie es dann gelaufen wäre, zumindest nicht so gut. Marge haben wir hier 26% jetzt drunter stehen. Die ist nochmal in den letzten Jahren weiter angehoben worden. Ist natürlich klar, auch der Kostenblock, der wächst nicht in selben Umfang mit, wenn es dir gelingt, neue Kunden für deine Leistungen hier zu schaffen. Auch das, was Pip eben schon mal bei Arista Networks angemerkt hat, hier sehr wichtig, diese Cash Generation, dass der Gewinn eben nicht nur daraus resultiert, dass man jetzt irgendwas aktiviert hat, sondern es ist wirklich so, da kommt das Geld auch wirklich cashflow-wirksam rein und es geht auch wieder raus. Und zwar in Form von Dividende. Und das ist tatsächlich der Grund, wie ich mal vor Jahren auf diese Aktie aufmerksam geworden bin, nämlich dieser intakte Dividendentrack-Record, der inzwischen über 30 Jahre ohne eine einzige Kürzung umfasst. Meistens wird die Dividende gesteigert. Insofern, ich bin bei Wolters Kluwer investiert. Inzwischen sogar durch diese Kurssteigerung so, dass es also zu meinen etwas wichtigeren Aktien gehört. Und ich sehe nach wie vor keinen Grund, mich davon zu verabschieden. Die Aktie ist, wie es sich für ein solches Unternehmen gehört. Auch da sehen wir Arista sicherlich nicht billig. Das ist kein klassisches Schnäppchen. Das ist jetzt keine Ahold. Aber sie ist jetzt mit einem Kurs zu Cashflow-Verhältnis von
um die 24, 25 nicht hoffnungslos überteuert. Naja, und es kommt ja hinzu, dass im Moment für dieses Unternehmen für das Geschäftsjahr 22 4 Euro Gewinn erwartet werden. Und dann ist es schon wieder auch, also ich wollte in der Tat auch anfangen, ein bisschen zu mosern. Aber wenn ich mir auf die Zahlen, wenn ich die Zahlen angucke, die für dieses Geschäftsjahr, was ja abgeschlossen ist und wo jetzt die Zahlen dann irgendwann rauskommen, und diese 4 Euro bestätigt werden, dann ist es im Grunde genommen erstmal soweit okay. Also es ist immer noch kein Schnäppchen. Nein, es ist kein Schnäppchen, aber es ist ein Qualitätsunternehmen, was gut wächst, was nicht den Riesenburggraben hat wie eine Coca-Cola, aber was halt viele kleine Häuser hat, um die ein guter Zaun drum ist und die bewirtschaften sie gut. Ja. Also vor dem Hintergrund immer auch daran denken, dass die Zeile beim PI, die ihr in den Unterlagen da habt, eben auf Basis der Halbjahreswerte gezogen ist und hier eben noch nicht die 4 Euro drin sind, beispielsweise beim Kursgewinnverhältnis, die erwartet werden. Du, Meinung zu Wolters Kluwer? Ich mochte das Bild gar. Eine Wagenburg statt ein Burggraben, würde ich sagen. Eine Wagenburg aus vielen kleinen Assets. Gut. Und damit sind wir beim Schlusspunkt der heutigen Sendung angekommen, denn wir haben eben auch gesagt, es wäre ja ganz gut, wenn wir vielleicht so eine Aktie uns auch zum Schluss noch vornehmen, bei der wir alle so ein ganz gutes Gefühl haben, wo wir sagen, ach, das passt doch ganz gut. Naja, und was soll man sagen? Es gibt eben genau eine deutsche Aktie in dieser Liste Global Best Business Models. Und da muss man dann auch mal so ein bisschen patriotisch agieren, insbesondere wenn das Unternehmen günstig bewertet ist, auch in der Historie und auch in der 20-Jahres-Historie durchaus einiges zu Wege gebracht hat. Ihr findet dieses Unternehmen dann im Grunde genommen auch mit einer dahingehend beeindruckenden Entwicklung, dass der Aktienkurs so irgendwie mal bei 6 Euro losging, nachdem er schon mal die 100 Euro überschritten hatte zur Jahrtausendwende und dann einen sehr, sehr beeindruckenden Niedergang hingelegt hat, zumindest kurstechnisch, sich dann aber berappelt hat und heute über 20 Stunden die Rede ist. Von der Deutschen Telekom, von der Aktie, die für den ersten nicht besonders nachhaltigen Aktienboom in Deutschland gesorgt hat. Und ja, vielleicht von dir, Christian, noch ein bisschen mehr dazu. Wir haben ja alle was dazu zu sagen. Ja, also ich meine, die Telekom ist halt so eine Aktie, wo man irgendwann auch mal mit diesem Rückgriff in die Vergangenheit aufhören muss. Ja, was war, das war mal. Und du kannst sie nicht ewig an diesen Übertreibungen von 100 Euro messen, sondern man muss sagen, was ist in den letzten Jahren passiert, insbesondere unter Tim Höttges, also in dem Wechsel von Obermann, über den wir ja gerade in der letzten Sendung gesprochen haben, zum Thema Ionus bei Warburg Pincus. Höttges hat da schon eine ganze Menge geschafft. Das Unternehmen sehr solide aufgestellt, gerade auch was das Thema Free Cashflow angeht. Sie haben natürlich das Glück, dass das Asset, was sie damals eigentlich am liebsten losgeworden wären, wofür sie Ron Sommer vom Hof gejagt haben, nämlich die VoiceStream-Akquisition in den USA, jetzt als T-Mobile, wirklich zu einer Perle. Aber die hat ja auch diverse gemacht, Wechsel hinter gemacht. Und gemacht. Ja, aber ich meine, jetzt ist es eine Perle. Es ist immer noch der schnell wachsende Mobilfunkbetreiber in den USA. So eine Unternehmen steht auf zwei sehr, sehr starken Beinen und anders als früher zu Obermanns Zeiten sehen wir halt auch ein Thema, das inzwischen günstiger ist, nämlich die Dividende. Ja, zu Obermanns Zeiten gab es immer diese Dividendengarantie, mit dem er wohl dem Staat gefallen wollte als größtem Aktionär. Höttges hat ja erstmal die Dividende gesenkt und dann gesagt, so, also Dividende können wir nur das rausgeben, was an Free Cashflow auch reinkommt und da muss auch noch was für Investitionen bleiben. Da haben sie sich dieses Ziel 40-60% vom bereinigten Gewinn je Aktie gedacht. Und das passt eigentlich jetzt alles. Es wird dieses Jahr 70 Cent geben. Das ist auch schon draußen. Das ist planbar. Das ist ein sehr, sehr solides Geschäft. Kurs-Gewinn-Verhältnis ist eine 13. Das ist im internationalen Vergleich so mit manchen europäischen Telefongesellschaften ziemlich teuer. Aber die sind dafür auch nicht so solide aufgestellt. Die haben eben kein T-Mobile US, sondern es ist ein ziemlich verloddertes Business. Wo wir natürlich immer bei der Telekom drüber reden müssen, ist Schulden. Ja. Ja, weil das Unternehmen schiebt 150 Milliarden Nettoschulden vor sich her. Ja, es ist besser geworden, aber es ist immerhin 3,8 mal EBITDA, es ist 5 mal Cashflow. Das ist einfach eine Hausnummer. Und wir dürfen halt auch nicht vergessen, diese Schulden werden halt irgendwann fällig. Ja, und dann müssen sie refinanziert werden. Und die Zinsen sind nun jetzt einfach mal deutlich höher. Da kommt der Telekom, deswegen ist es wichtig, auch als Aktionär in
Anleihedokumentation zu gucken. Da findet man nämlich in der Debt Investors Presentation den Verbindlichkeitenspiegel im Zeitstrahl. Deshalb ist es also wichtig zu wissen, dass die wenige Spitzen drin haben. Die müssen dieses Jahr um die 8,6 Milliarden im Konzern refinanzieren. Die Formulierung ist ja schon mal wahnsinnig interessant. Die Debt Investor Presentation. Ja, das ist eine spezielle Sache. Ja, ich finde, man muss immer darauf gucken, wenn ich, egal, ob ich Fremdkapital oder Eigenkapital gebe, wie ist das Unternehmen finanziert? Ja. Man findet es dummerweise nur da, müssen dieses Jahr 8 Milliarden refinanzieren. Da sind ein paar Sachen dabei. Also da haben Sie eine Anleihe über 200 Millionen Euro. Da haben Sie einen 5,8er Coupon bislang für zahlen müssen. Das ist natürlich ein Papier. Da werden Sie auch jetzt noch einen Refinanzierungsvorteil haben. Aber da werden auch 1,7 Milliarden jetzt fällig. Bei denen stand eine 0,625% drauf. Und da werden Sie natürlich mehr zahlen müssen. Also da reden wir schon in Euro über 2,8 bis 3,5%. Das heißt also, das ist etwas, was man im Auge behalten muss, dass der Gewinn der Deutschen Telekom natürlich unter erhöhten Zinslasten leiden könnte. Was mich hier natürlich interessiert, auch aus der Perspektive gerade von Pip, wie siehst du dieses Geschäftsmodell Telekommunikationsunternehmen? Also ich habe die Telekom-Aktie, aber es ist schon mal immer so ein bisschen so, dass ich da als Aktionär mit der Faust in der Tasche auf Netflix und Facebook und die alle gucke. Ja, weil die Telekom stellt ja die Infrastruktur bereit, damit die überhaupt alle Geschäft machen können. Aber die machen halt die großen Margen. Da wird das Geld mit der Schubkarre reingefahren und die Telekom kriegt so die Krümel, die übrig bleiben. Ja, nun muss man dazu sagen, soll das ein mittelalterliches Modell werden, wo man als so ein Zollnehmer an Wegzoll. Wegelagerer sich den Zoll abholen kann. Tatsächlich fallen ja nicht deutlich mehr Kosten durch den Anspruchnahme der Sie haben es ja versucht. Interessanterweise. Sie haben es ja versucht. Die Deutsche Telekom hat es ja versucht, indem sie beim Datenverkehr beispielsweise bestimmte Dienstleister wie Netflix und so weiter in sich freigeschaltet haben und damit vom Datenvolumenskonsum quasi ausgenommen haben. Das wurde ihnen aber untersagt. Also das widerspricht der Netzneutralität. Netzneutralität ist auch ein hohes Gut. Aber es ist einfach so aus der kaufmännischen Perspektive, dass man sich natürlich immer ein bisschen blöd vorkommt. Ja, ich meine, letztlich haben sie eine Infrastruktur geschaffen, die deutlich mehr in Anspruch genommen wird jetzt. Aber das bedingt übrigens ja auch die Schulden. Ne? Also das Geschäftsmodell ist, Infrastruktur zu schaffen durch hohe Investitionen und dann aber ein sehr spannendes Refinanzierungsmodell am Ende zu haben. Man muss sagen, in der EU haben wir fast minimale Datenkosten. Das ist in vielen Ländern der Welt deutlich höher, in ganz wenigen noch günstiger. Das heißt, in den USA kann man es viel besser monetarisieren. Ich finde das KGV günstig, ehrlich gesagt, wenn man bedenkt, dass die US-Beteiligung da mit drin ist. Ich glaube, die Aktie leidet so ein bisschen unter dem Ruf der Vergangenheit noch tatsächlich und ist nichts, was ich mir ins Depot tun würde, aber inzwischen würde ich auch niemandem mehr aktiv davon abraten müssen, gefühlt. Die Schuldenlast ist ein Problem, man könnte sicherlich durch die Veräußerung oder ein Spin-off von T-Mobile US-Geschäft, ne? Ich weiß nicht, das ist wieder ein Spin-off, weil das ist so das Schöne, du hast gerade so einen Koloss, der hat zwei starke Beine. Und dazwischen ist der Atlantik. Da steht er ganz breitbeinig. Das ist super, super stabil. Warum soll ich jetzt wieder was an die Börse bringen? Ja, um zu sagen, ja, dann habe ich da wieder Bewertung und sonst was. Was ich doch als Aktionär will, ich will eine Firma haben, die sich kontinuierlich entwickelt, die mir kontinuierliche Cashflows liefert und mir davon noch was Ordentliches ausschüttet, so wie es momentan läuft. Aber glauben wir nicht, dass das US-Geschäft Standalone eine höhere Bewertung hätte auch? Wenn ich das glauben würde, würde ich ja die Aktie von T-Mobile US kaufen. Die kann ich ja erwerben. Ist ja börsennotiert. Aber jetzt davon in der Konstellation was rauszugeben, ist sicherlich eine Philosophiefrage. Ja, und meine Hoffnung ist ja, es sind ja nun wirklich seit diesem Hochpunkt im Jahr 2000, seit diesen unseligen 100 Euro 23 Jahre. Vergangen. Es ist eine neue Anlegergeneration und ich hoffe ja, dass die rational genug ist, dieses Unternehmen einfach in der heutigen Situation zu sehen. Und immerhin, die Aktie ist jetzt über 20, das heißt, sie ist so hoch wie seit 23 Jahren nicht mehr. Mein Gefühl wäre noch, ich würde gerne wissen, sozusagen die Verschuldung, wie die im Vergleich zu anderen Playern ist. Weil gefühlt ist es ein Modell, was Verschuldung sehr stark bedingt. Ja, sie ist hoch in absoluten Zahlen natürlich, aber sie ist jetzt verglichen auch gerade mit EBITDA-Multiples mit anderen Playern eher gering. Genau.
Andere Player haben ein viel größeres Problem. Die Telekom-Infrastruktur machen, genau. Ja. Weil ansonsten, was ich noch gesagt hätte, wäre, dass auch da gibt es wahrscheinlich so eine Absicherung nach unten, weil auch das ein Sektor ist, dem Private Equity, die Deutsche Telekom ist zu groß, glaube ich. Es müsste ein sehr großes Konsortium aus, keine Ahnung, Bain, CVC und was weiß Apollo sein. Aber theoretisch, viele Gesellschaften in den Balkanländern, ich glaube, in Italien gab es mal ein Taking Private, da werden die oft auch wieder von der Börse genommen, weil Infrastruktur einfach ein schönes, berechenbares Geschäftsmodell mit starken Cashflows ist. Das mag Private Equity dann wieder. Aber so mit gegebenen Schulden und der schieren Größe der Telekom ist es wahrscheinlich so ein bisschen zu groß dafür, würde ich vermuten. Gut, und bei der Bewertung oder bei der Einschätzung dessen, ob man dann in die US-Tochter investieren will oder in die Muttergesellschaft, vielleicht auch noch mit berücksichtigen, dass ja ganz oft auch bei einer Muttergesellschaft dann befürchtet wird, und das könnte dann eben genau der Grund sein, dagegen zu argumentieren, warum man nicht in diese Tochter investiert, dass man dann immer noch quasi die kleine Tochter am Schlawittchen hat und so ein bisschen auch zurückhält und vielleicht auch die Befürchtung dann hat, dass es nicht so stark wächst. Also von daher, ich finde schon ganz gut, dass wir hier als letzte Aktie in dieser Sendung, bevor ihr der Arzt kommt, diese Aktie haben. Und von daher soll es das dann eben auch für heute in unserem Doppeltake, kein Doppelgänger, sondern in unserem Doppeltake zu den besten Geschäftsmodellen der Welt gewesen sein. 10 Aktien, die wir euch in den letzten, ja, dann insgesamt eben 2¼ Stunden vorgestellt haben. Und wo wir uns darüber freuen, welche Aktie euch am besten gefallen hat, in welche ihr am ehesten investieren würdet und von welcher ihr vielleicht auch denkt, dass die in dieser Aufzählung von den anderen Unternehmen, die ihr in den Unterlagen findet, eben auch einfach gefehlt hat. Das gerne in den Kommentaren und ansonsten bleibt gesund, investiert, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und wir machen jetzt das, und wir trinken jetzt vor allen Dingen das, weswegen Vogts Bier Express heißt. In diesem Sinne, Prost nach Hause und Prost an euch beide, weil ihr, um mal Herbert Wehner zu zitieren, wahrscheinlich dorthin geht, wie ich auch. Tschüss.